Hey Dennis, ja? Ich habe da ein Spiel gefunden. Aha. Ja, das könnte für dich interessant sein. Ja. Also es ist wie Prince of Persia. Okay. Oder eher wie Flashback. Okay. Aber es spielt im Dschungel. Flashback spielt auch im Dschungel. Und man kämpft gegen Dinosaurier. Alles klar. Es spielt übrigens in Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ach, das erklärt die Dinosaurier. Und abgerundet wird das Spiel von einer ordentlichen Ladung von feinstem 90er-Jahre-Sexismus. Wow, 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 Moment. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Wo kommen eigentlich die Untertitel her? Und wieso ist denn das Video hochkant? Wieso redest du eigentlich mit dir selber? Super verrückt. Fast so verrückt wie das folgende Spiel. Spielesammlungen sind einfach was Herrliches. Was war ich früher gehypt, wenn eine neue Gold Games oder Play the Games Collection endlich auf unter 30 Mark gesunken ist? Oder 25 Euro oder so. Wow, selbst hier hat die Inflation zugeschlagen. Danke, Merkel. Wie heftig hat das damals meine Schwabeninstinkte getriggert, wenn ich wusste, dass ich so viel Spiele zum so kleinen Preis bekommen könnte? Aus heutiger Sicht ist mir klar, wie das ging. Die Sammlungen dieser Zeit bestanden zu ca. 20% aus richtig guten Signature-Titeln, weitere 40% waren immerhin solide Nischenspiele, während die letzten 40% hoffnungslose Resterampe zu recht vergessener Fälle fürs Kuriositätenkabinett waren. Eines dieser Spiele ist Bermuda Syndrome, welches auf der Gold Games 2 enthalten war. Tja, da Prince of Persia eines meiner ersten intensiveren Spielerlebnisse war, war ich schon alleine deswegen hooked, weil es ein netter Plattformer in klassischer Tradition zu sein schien. Und anstatt nur die Säbel rasseln zu lassen, rasselt hier zusätzlich sogar die Donnerbüchse. Dazu kommt ein spannendes Urwald- und vergessenes Stadtsetting. Soweit klingt es ja erstmal gar nicht uninteressant und generell hatte ich das Spiel die letzten 20 Jahre in positiver Erinnerung. Da kann doch gar nicht so viel schief gehen, oder? Spoiler-Alarm! Es wird dabei ganz schön viel schief gehen. Aber beginnen wir doch einfach mal von vorne. Wir spielen Jack Thompson, einen amerikanischen Macho-Soldaten der Extraklasse, welcher im Zweiten Weltkrieg bei einem Luftgefecht über Deutschland abgeschossen wird. Als wäre das nicht schon schlimm genug, durchfliegt er während seines Sturzes in Richtung Boden ein elektrostatisches Portal und landet in einer rückständigen Dschungelwelt. Wie das Portal dahin gekommen ist, darüber können wir nur spekulieren, denn im Spiel wird das nicht erklärt. Josef, weißt du, wo ich mein gruseliges interdimensionales Portal schon wieder hingelegt habe? Nein, Adolf! Ich weiß nicht, wo du dein gruseliges interdimensionales Portal schon wieder hingelegt hast! Ja, ich weiß, dass das ein ziemlich billiger und sehr schäbiger Gag ist, noch dazu ziemlich schlecht ausgeführt. Aber das ist leider immer noch eine bessere Erklärung, als das Spiel uns liefert. Auf jeden Fall landet Jack inmitten einer Zeremonie, bei der die junge Maid Natalia einem finsteren Dinosauriermonster geopfert werden soll, welches von Jacks herabstürzendem Flugzeug erschlagen und dabei glücklicherweise am Opfer wegsnacken gehindert wird. Als er Natalia kurz darauf vom Opferaltar befreit, stellt sich heraus, dass Natalia eine Prinzessin ist, welche sich freiwillig opfern wollte, um zu schauen, ob ihr unheilbar kranker Vater wirklich so unheilbar krank ist, wie er vorgibt, und um damit ihr Volk zu retten. Zufällig spricht sie außerdem fließend Englisch. Mitten in Nazi-Deutschlands Dschungel. Mensch, ich wusste ja, dass es im Hunsrück fies zugeht, aber ich hatte ja keine Ahnung, wie sehr. Also gut, wir sind gerade mal 3 Minuten im Spiel drin und das ist, was wir bisher schon verarbeiten müssen. Sind wir doch mal ehrlich. Es ist ein Action-Plattformer. Und ein Action-Plattformer, der braucht nicht unbedingt eine qualitativ hochwertige Story. Hatte Prince of Persia ja eigentlich auch nicht. Aber trotz allem haben sich die Macher vom Bermuda Syndrome ja überlegt, dass sie eine Story haben wollen. Da müssen sie sich irgendwann mal hingesetzt haben und müssen überlegt haben, was die Story ist. Und das ist wirklich das Beste, was dabei rauskommt? Sagen wir mal so, die Amerikaner haben ja auch im Pazifik gekämpft im Zweiten Weltkrieg. Warum stürzt Jack nicht im Pazifik auf eine unerforschte Pazifikinsel ab, erlegt dort die Dinosaurier und wir sparen uns das Portal? Warum erlegt er überhaupt den Dinosaurier? Wäre es nicht irgendwie für die Story zuträglicher gewesen, wenn er notlandet und in der nächsten Szene erst aktiv die Dinosaurier erlegen muss, um Natalia zu befreien?
We aren't saved. I didn't save you. What did I do? Na, was war's, wenn's keine Rettung war? Lass mal überlegen. Du hast dich von einem scheiß Nazi abschießen lassen. Und wenn nicht irgendein verrückter deutscher Trottel aus Versehen seine Tesla-Spule angelassen hätte, während er das Altglas wegbringt, dann wärst du auf schönen großdeutschen Ackerboden gestürzt und wärst jetzt halt einfach verdammt nochmal tot. Das war's vielleicht. Wozu brauchen wir überhaupt das Zweite Weltkriegssetting, wenn das komplette Spiel eh in einer Fantasy-Welt spielt? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Einzig könnte ich mir vorstellen, dass die Macher sich von 30er Jahre Pulp-Magazin, Comics und B-Movies haben inspirieren lassen, in denen es gang und gäbe war, dass ein Held aus einer unmöglichen Situation heraus in einem völlig absurden Fantasy- oder Science-Fiction-Plot landet. So oder so, es wird nicht näher drauf eingegangen und es ist nichts weiter als Vehikel für das daraus entstehende Spiel. Es lohnt sich nicht zu viel drüber nachzudenken. Wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Jack kämpft sich nun also gemeinsam mit Natalia in bester Plattformer-Action durch den Dschungel, durch Höhlen und verlassene Städte. Auf dem Weg erlegt er allerhand Ungetier, fiese Rieseninsekten, sogenannte Troglodyten und eine derartige Unmenge an Dinosauriern, dass Turok vor Neid erblassen würde. Ziel der Reise ist die Heimatstadt von Natalias Vater, welcher vom finsteren Zauberer Telquat hintergangen wurde und dessen unterdrücktes Volk nun auf den strahlenden Ritter bzw. Retter in der Not wartet. Was mich an dem Spiel erstmal stark irritiert, ist die wackelige Steuerung. Gerade bei Sprüngen mit Anlauf muss man bei Zeit den Sprungknopf klicken, denn Jack läuft gut und gerne noch 2 bis 3 Schritte weiter, bevor er sich zum Sprung entscheidet. Ebenso sollte man rechtzeitig abbremsen, sonst leidet der arme Jack allzu schnell unter akuter Schwerkraft. Besonders schade ist es, wenn eine bestimmte Stelle höchste Präzision verlangt, aber zeitgleich nur schwammige Steuerung hergibt, beziehungsweise es nicht genau absehbar ist, wie eine bestimmte Aktion ausgehen sollte. Das trifft auch hierbei zu. Ladies and Gentlemen, die neueste Innovation in Sachen Transportwesen, der Lava Express. Lava, 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 Lava Express. Du bist so slow, ich muss aufs Klo. Würde ich gern genießen, doch die Lava ist glühend rot und viel zu rot. Ich geh glaub tot. Schade ist ansonsten auch, dass das Spiel keinerlei Checkpoints oder Autosave-Feature hat. Selbst das wesentlich ältere Prince of Persia hat den Spieler im Falle eines Todes am Beginn oder in der Mitte des letzten Levels neu starten lassen. Einmal vergessen zu speichern, Tschüssikowski, zurück zum Opferdino mit dir. Zwischendurch begnügen wir uns mit vielen Schalter- und Hebelrätseln, wobei hier nichts großartig Überraschendes dabei ist. Die Level sind stark linear und selten muss man sich viele Gedanken über den nächsten Punkt machen. Richtige Innovationen in Sachen Rätselmechanik oder clevere Kombination von Items ist nicht zu erwarten. Nur in einem ist dieses Spiel wirklich bahnbrechend gut, denn habe ich schon erwähnt, es gibt ganz schöne Gamebreaker. Und es sind nicht einfach normale Gamebreaker, es sind sogar nahezu unsichtbare Gamebreaker. Herzlich willkommen im Nachmittagsprogramm des Bayerischen Rundfunk bei Gamebreaker in freier Wildbahn. Ja, grüß euch Leute. Heute schauen wir mal, ob wir einen Gamebreaker finden tun. Schaut, schaut mal da. Da ist einer. Das ist ja schön. Seht ihr nicht? Habt ihr nicht gesehen? Schaut noch mal hin. Da ist einer. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Da hat der Jack erst die Liane abschneiden müssen, bevor er es runterhupft. Jetzt kommt sie nicht mehr rauf und hat die Liane nicht und jetzt kommt sie nicht mehr weiter. An dieser Stelle möchte ich mich beim gesamten Freistaat Bayern für meine grottige Imitation der bayerischen Sprache entschuldigen. Zifix. Wie man hier gesehen hat, sind teilweise einfachere Kombinationsrätsel gefragt. Die sind aber vielmehr Filler, denn selten hat man ein richtig volles Inventar und es gibt nicht wirklich viele Interaktionsmöglichkeiten in Jacks Umgebung. Die Rätsel sind also vielmehr kleines Beiwerk und ergeben sich von selbst. Auch die Handlung wird wenig vorangetrieben. Eigentlich sollte man meinen, dass die verlassenen Städte und die zum Teil angeschnittenen Konflikte bester Nährboden für feinste Lore sind. Aber da wird wenig draus gemacht. Später treffen wir noch auf Tauron, der dabei rauskommt, wenn es bei Aldi Meister Yoda ein Sonderangebot gibt.
Und der erzählt uns allerlei Dinge, möchte später sogar, dass Jack sein Volk rettet, aber all das bleibt ohne Konsequenzen und wird nur mal so nebenbei abgehakt. Storytelling findet nur selten statt und wenn, dann ist es einfach zu seicht, um wirklich Eindruck zu hinterlassen. Auch nicht viel zum Genre hinzugefügt hat die Kampfmechanik. Das Gunplay ist erstmal noch ganz in Ordnung. Jack verfügt über gigantische Hosentaschen und daher über unendlich Munition. Man schießt im Stehen oder im Sitzen und lädt sitzend die Flinte auch nach. Wenn Jack eine Runde schwimmen geht, dann ist das Gewehr erstmal nass und nicht einsatzbereit. Das heißt dann für den Spieler, stehen bleiben, nichts machen und Kaffee holen. Ganz hervorragende Gameplay-Mechanik. Richtig daneben ist wiederum der Schwertkampf, der im späteren Verlauf des Spiels noch dazukommt. Ob man den Gegner trifft oder nicht, ist Glückssache. Ganz im Ernst, reines Zufallsprinzip. Und hier bin ich dann doch leicht angesäuert. Erstens hat Prince of Persia vorgemacht, wie man mit sehr primitiven Mitteln und einfacher Steuerung ein förderndes Schwertkampfsystem in dieser Art Spiel umsetzen kann. Blocken, schlagen, ausweichen. Mehr nicht. Und das war 7 Jahre vorher. Was war denn so schwer daran, die simple Kampfmechanik von Prince of Persia zu kopieren? Und zweitens, dass nach 2 Dritteln des Spiels eine neue Waffe eingeführt wird, ist okay. Dass man etwas Startschwierigkeiten damit hat, gebongt. Aber es wird auch mit etwas Routine einfach nicht besser. Man kann sich nach den Kämpfen nicht heilen, während man zum Teil mehrere Gegner direkt nacheinander besiegen muss. Jetzt habe ich das Spiel also schon so weit gespielt und der Lohn für den Spieler ist, dass man vor eine unschaffbare Herausforderung gestellt wird, die das Endgame nur durch Safe Game Brute Forcing überhaupt schaffbar macht. Ganz zu schweigen davon, dass man den Schwertkampf auf einer unmöglich zu steuernden fliegenden Plattform erlernen soll. Ich will gar nicht mehr drüber nachdenken. Du hast die Dinos überlebt. Doch das Spiel wird dich nun trollen. Oh mein Gott, die Plattform schwebt. Du hättest das Spiel beenden sollen. Über den Wolken, hei, 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 fliegst du rum wie ein Stück Vogelkot. Durchgeknallte Harpien, sagt man, wollen dich massakrieren. Tja, dann. Keine Ahnung, wie das Lied weitergeht. Fliegender Vollidiot. Abschließend noch ein paar wenige warme Worte zu Grafik und Sound des Spiels. Beides okay, aber beides weit unter den Möglichkeiten der Zeit. Die Musik ist in Sachen Komposition sogar ziemlich gut, aber es ist Miedegedudel und es wiederholt sich alles so stark und oft. Selbes mit der Grafik. Während die Figuren komisch vorgerendert sind und sich kaum Details ausmachen lassen, sind die Hintergründe auf den ersten Blick ganz schön handgezeichnet. Auf den zweiten Blick erkennt man aber verdammt viele Artefakte und Wiederholungen einzelner Muster, als wären die Bilder aus einzelnen Ressourcen zusammengestückelt worden. Auf kleineren Monitoren ist das vielleicht nicht aufgefallen, auf neueren Monitoren sieht es aber ziemlich komisch aus. Und ja, wenn ich mein Fazit zur gesamten Machart des Spiels zusammenfassen müsste, würde ich sagen, viele gute Gedanken dahinter, an einigen Stellen auch ganz okay gelungen, aber irgendwie alles halbgar und nicht ganz zu Ende gedacht. Schade! Schade ist auch, dass sich durch das ganze Spiel ein ziemlich komischer, sehr, sehr schleimiger Sexismus zieht. Natalia ist nicht einfach nur die typische Damsel in Distress, die alleine nichts auf die Reihe bekommt und ständig aufs Neue gerettet werden muss. Ihr hängt außerdem die ganze Zeit etwas aus ihrem Dekolleté raus und sie verfällt dem Helden auf kolossale Weise, nachdem er ihr ungefragt einen Kuss aufgezwungen hat. Ja, man muss nicht unbedingt Vogue oder progressiv sein, um zu merken, dass das am guten Geschmack vorbeigeht und auch schon in den 90ern nicht mehr so okay war. Das Spiel war bei Erscheinen in 1996 auch kein großer Erfolg, hat sich wenig verkauft und nur sehr mäßige Kritiken abgestaubt. So wundert es mich auch nicht, dass es das letzte Spiel des Hannoveraner Studios Century Interactive war. Die am Spiel beteiligten Personen haben außerhalb von Century Interactive nur wenige wirkliche Erfolge gelandet. Einzig erwähnenswert ist vielleicht Jaroslav Vnuk, der bei Bermuda Syndrome als Projektleiter beteiligt war, und der angeblich auch an Tunguska Legend of Faith beteiligt war. Na, wer kennt's noch?
In Summe würde ich sagen, Bermuda-Syndrom ist nicht unbedingt ein Anspielen wert. Es ist eher was für Freunde des sehr, sehr Kuriosen. Es fordert nicht, es fesselt nicht, es bringt nicht mal großartige Spielfreude. Und was schade ist, ist, dass es eigentlich ein paar gute Ansätze hat und man hätte was draus machen können aus dem Material. Freunden des Genres würde ich eher zum 10. Playthrough von Flashback raten oder auch nochmal zu einer Runde Heart of Darkness. Das kam 3 Jahre nach Bermuda-Syndrom raus. Es hat nicht nur gezeigt, dass es eben besser geht, sondern es hat damals auch gezeigt, dass das Genre des 2D-Plattformers noch lange nicht tot war. Und jetzt haut mal alle ab durch eure wirren Zeitreiseportale. Ich habe hier noch... Ich entschuldige mich ausdrücklich bei der internationalen Community der Zeitreiseportale.